Ja, grüß euch, hier ist ja mal wieder zum Teil 2. Man hat es als YouTuber nicht einfach, das muss ich ganz ehrlich mal sagen. So, wegen zum Schluss, der Schluss war halt vom ersten Video nicht so gut, wegen gerade eben da ein Einsatz gewesen ist. Es ist immer, immer, wenn irgendwas ist, wird man gestört, ob es oben laut ist, ob es das ist. Ich sag ja. Aber nichtsdestotrotz wollen wir weitermachen jetzt hier mit dem Band. Wir müssen einfach nur noch das hier machen. Und dann werden wir das sehen, wie es aussieht. Bis gleich. So, wir wollen jetzt weiter schneiden. Dann nehme ich jetzt ein Stück Rest, was ich hier habe. Legen wir es hier drauf. Und das ist meistens immer blöd, wenn das so immer so rund immer liegt. Dann nehme ich ein Skalpell. Ich hoffe, es funktioniert. Also alle Skalpelle sind irgendwie stumpf. Komisch. So, ich habe jetzt nochmal das Bastelskalpell genommen. Sorry, nach irgendwie eine Störung. Irgendwie ist heute der Wurm drin, aber ihr seht das jetzt hier durch. Extra für euch. So, natürlich machen wir die jetzt alle an. Schön wieder mit der Farbe. Es ist immer fraglich, immer. Ja. Was wollte ich sagen jetzt? Es ist immer schön, sowas zu bauen und mal so zeigen, wie alles funktioniert. Und ich versuche jetzt mal in meinem Keller mit der Kamera mal Videos zu machen, damit ich auch mal zeigen kann, wie alles gebaut wird. Und ich wollte heute den Blaster weiterbauen, der von Episode 9, aber ich habe irgendwie tierische Probleme. Ich habe mich mit dem, ja, mit dem Body vertan irgendwie. Und ich werde ihn jetzt erstmal im Frühjahr weitermachen. Wenn schönes Wetter ist, dann kann man wunderbar lackieren. Und ich werde ihn erstmal im Keller liegen lassen. Und mache erstmal andere Bauprojekte. So, ich werde jetzt mal alles jetzt mal anmalen und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Bis gleich. So, Leute, jetzt geht's los. Ich habe jetzt endlich mal hier, ich hoffe, die reichen alle aus, die Bänder. Wir fangen wieder natürlich unten an. Kleben das genau da, wo das Metall ist. Ich muss manchmal angewöhnen, dass man auch nicht. So, dann haben wir das schon mal hier drauf, ihr seht. Und da kann man wunderbar rumgehen. Anbiegen.
das gleiche machen wir von der Seite genauso, immer von der Seite. Dann geht ihr nachher mit Tesafilm komplett herum. So, ich glaube, jetzt können wir noch ein Stück machen. Natürlich, jetzt ist die Schere weg. Ja, macht nichts, wir haben noch ein scharfes Messer hier. Dann machen wir das schön auf der Ende. Damit das passt. Voila. So, jetzt kommt der Schutz. Schönes Tesafilm. Und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr ein bisschen Luftblasen habt, da drin, das ist nicht so schlimm. Und ich muss mal einmal ganz kurz das Tablet nur umtun. So. Dann geht der her, das gleiche genauso, schiebt das solchig hin, kippt das um, mit Gefühl, wenn ihr halt da ein bisschen so Bläschen habt, so Falten, dann ist das alles nicht so schlimm. Aber es sieht gut aus. So habt ihr den Schutz drauf. Dann guckt ihr noch auf die andere Seite. Ihr könnt mal auf die andere Seite machen. Aber ich denke, da braucht ihr eigentlich normalerweise noch ein... Ja, das kann man noch machen, aber... Also, bis gleich wieder auf dem Sofa. So, das war anstrengend. Irgendwie. Ja, sorry nochmal, irgendeine ganz Störung da eben. Das ist irgendwie heute alles nicht so geil. Toller Tag, aber ich lasse es drin. Wollte euch nochmal was zeigen, wie das funktioniert. So, jetzt kommt der spontane Tag. Na? Ich würde jetzt das rüberschieben. Passt sogar rein. Ist drin. Festschrauben. So, voilà. So habe ich ein super schönes Schwert wieder. Diesmal zum richtig zum Kämpfen. Wie gesagt, das ist was ganz Besonderes. Da wird jetzt nur noch innen drin noch
mit Isolierband festgemacht, damit dann nicht die Klinge nicht fliegen geht. Und dann kann man wunderschön damit kämpfen. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video auf Facebook, noch einmal, und dann merkt wieder, wie das nachher aussieht, wenn das am Leuchten ist. Oder vielleicht mache ich mal nochmal ein separates Video hierfür, damit das man sieht, wie es aussieht. Also, man sieht es aber schon von Weitem, wie es am Leuchten ist. Na, ihr seht es ja schon. Gut, das war von diesem Video, wie ich das mit den Reflektorenbändern gemacht habe, wie das ich hier hinkriege. Sonst sehen wir uns wieder, wenn es halt Mike baut, alles von Star Wars. Wenn euch die zwei Videos gefallen hat, gefällt, dann lasst einen Kommentar ab, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Sonst sehen wir wieder, wenn es heißt Mike baut, alles weiter. Bis dann, euer Mike und tschüss.